Sozialismus. Also er hat ja gesagt, zunächst mal streben wir Sozialismus an. Und da war ja Marx ganz tough. Da hat er gesagt, Sozialismus ist ein Leistungsprinzip. Also Sozialismus ist eine Leistungsgesellschaft. Es gibt keine leistungslosen Einkommen mehr, also keine Quant und Klatten, die also 3 Millionen am Tag für nichts beziehen. Die gibt es nicht mehr. Aber jeder muss sozusagen arbeiten und mit seiner Arbeit sein Einkommen verdienen. Und das ist dann eben auch so das Einkommen, was er erarbeitet. Und das war Marxens Vorstellung vom Sozialismus. Und dann hat er gesagt, na gut, so richtig human ist das natürlich auch alles nicht, weil Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig. Deswegen hat er ja dann so als ferne Utopie den Kommunismus. Da hat sozusagen niemand mehr Leistungsdruck, jeder macht, was er will und alle kriegen ähnliches Einkommen, weil es gar kein Geld mehr gibt. Also man geht in den Laden und holt sich, was man braucht. Das klingt schön, das ist auch als ferne Utopie. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir heute gestrickt sind, so wie Menschen sich heute verhalten, ist das ausgeschlossen, dass das funktioniert? Das glaube ich nicht, weil ich denke, sag mal, wenn man sagt, man muss nicht mehr arbeiten, man sucht sich's aus. Das heißt ja, aber andere müssen für einen dann arbeiten. Also wenn ich, sag mal, gesund bin, wenn ich fit bin und sage, aber ich will lieber die 1.500 € und leg mich auf die Couch. Dann heißt das ja, da muss irgendjemand anders mir im Monat diese 1.500 € erarbeiten. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und das ist schon also auch eine gewisse Ungerechtigkeit. Also ich finde schon, dass jeder einerseits schon angehalten wäre zu arbeiten. Und das Problem heute ist ja nicht, wer heute arbeitslos ist, der hat ja überwiegend nicht das Problem, dass er keine Lust hat zu arbeiten, sondern dass er keine Chance hat, einen ordentlichen Job zu finden. Genau. Das ist doch das Kernproblem. Also das bedingungslose Grundeinkommen diskutiert eigentlich über eine Frage, die so gar nicht steht. Also die Frage ist nicht, wollen die Leute arbeiten, sondern haben sie eine Möglichkeit? Und das Üble heute an der ganzen offiziellen Demagogie ist ja, dass man es so darstellt, als wären die Arbeitslosen faul, als würden sie einfach keine Lust haben zu arbeiten. Und das ist ja gerade falsch, sondern viele machen ja wirklich Kopfstände, um wieder einen Job zu bekommen und sie bekommen keinen und dann werden sie noch mit Hartz IV gedemütigt. Und deswegen ist Aber das unterstellst du doch denen dann auch. Die wollen dann nicht mehr arbeiten, wenn sie das BGE bekommen. Aber das wäre nein, doch gut. Sie das müssen. hast du ja gerade als Argument gesagt, dass das bei BGE deswegen so toll ist, weil jemand, der nicht arbeiten will, dann nicht arbeiten muss. Das ist Freiheit. Genau. Also die Freiheit, nicht arbeiten zu müssen. Das ist doch ein schöner Freiheitsbegriff, oder nicht? Na, aber das ist dann auch die Freiheit, andere für sich arbeiten zu lassen. Also wir haben heute auch schon Leute, die nicht arbeiten müssen. Also die eben sehr großes Vermögen haben, die müssen auch nicht arbeiten, weil die können davon leben, dass sie Erträge bekommen, also andere für sie arbeiten. Und ich will eine Gesellschaft, wo man nicht mehr von der Arbeit anderer lebt, es sei denn, natürlich, wenn jemand krank ist, dann ist es ein Anspruch an die Gesellschaft, dass jemand menschenwürdig gesichert wird oder wenn jemand aus anderen Gründen nicht arbeitsfähig ist. Oder eben heutzutage ist es ja so, viele eben keine Chance haben zu arbeiten, dann muss man sie auch menschenwürdig absichern und nicht mit Minimalbeträgen. Aber ich will ja eine Gesellschaft, wo man gerade in diese Situation zumindest längerfristig nicht mehr kommt, also wo niemand mehr dauerarbeitslos sein muss, weil er eben immer wieder auch Möglichkeiten bekommt, wirklich sich so zu qualifizieren, dass er einen neuen Job findet. Und jeder Mensch hat so viel Begabung, so viel Fähigkeiten. Es ist auch einfach eine unglaubliche Verschwendung zu sagen, Leute sollen einfach zu Hause bleiben. Also ich halte das für eine völlige falsche Diskussion. Aber das Also sagt doch keiner. Also nur weil du Geld bekommst, heißt es doch nicht, dass du zu Hause bleiben sollst, sondern einfach nur, du musst dann nicht jeden Scheißjob mehr annehmen, sondern kannst dir aussuchen, für wen du arbeitest. Und wenn du ja, für niemanden das arbeiten reicht aber willst, schon. dann macht man selber was. Nee, also dass du nicht jeden scheiß Job annimmst. Das war sogar so, als wir noch eine ordentliche Arbeitslosenversicherung hatten. Da waren die Zumutbarkeitsregeln so, dass du wirklich nur Arbeit annehmen musstest, die dich dann eben zu einem Einkommen auch gebracht hat, wie du es vorher hattest, die mit deiner Qualifikation übereinstimmt. Ich finde, so eine Arbeit sollte man dann auch annehmen. Also da wäre ich auch nicht dafür, dass dann jemand sagt, oh, er hat einfach keine Lust, er braucht jetzt mal 3 Jahre Auszeit. Also dass dann die Gesellschaft das mit 1.500 € im Monat finanziert, das ist dann doch ein bisschen viel verlangt, finde ich. Was würdest du machen, wenn du nicht mehr Politikerin wärst? Also was für ein Job? Würde ich Bücher schreiben oder überhaupt veröffentlichen, also so wie ich es früher gemacht habe. Das ist, also eigentlich liegt mir das viel mehr, weil das Autorin also. Autorin, also weil man dann einfach viel mehr Zeit auch zum Denken hat, viel mehr Zeit zum Reflektieren, viel mehr Zeit zum Lesen auch. Also um zu schreiben, muss man ja auch ganz viel lesen. Fleißig und schmerzfrei wie ich bin, habe ich mir mal wieder einiges Sozialistenzeug angetan, was ja die meisten Freiheitlichen leider nicht tun. Oder viel zu wenig. Genauso wie die Linken, die sich zumeist sehr, sehr wenig bis überhaupt nicht mit freiheitlichen Themen oder anderen Denkansätzen beschäftigen.
und sich, obwohl sie schon 500 Bücher über dieses Thema gelesen haben und seit Jahrzehnten mit diesem Thema beschäftigen, wieder und wieder neue Bücher von anderen Sozialisten kaufen und lesen, die im Grunde genommen nochmal genau das Gleiche sagen wie sie selbst. Das mag zwar äußerst angenehm sein, sich sozusagen in der eigenen Ideologie zu suhlen und sich da bestätigt zu fühlen. Andererseits dürfte klar sein, dass ein das natürlich in keinster Weise weiterbringt, wenn man sich die ganze Zeit immer nur das anhört, was man ohnehin schon weiß. Ich habe in diesem Interview einige spannende und aufschlussreiche Textzeilen gefunden, die ich euch hier vorführen möchte. Das ganze Interview kann man sich im Grunde genommen sparen, weil wie so oft geht es zu ganz, ganz großen Teilen eben um relativ belangloses, nebensächliches Zeug. Zum Beispiel darum, was Frau Wagenknecht momentan für Bücher liest oder warum sie die Haare nicht öfter offen trägt und immer im Kostüm rumläuft und nie in Jeans. Das können wir uns dann durchaus sparen, denke ich. Aber zu ihrem Verständnis von Wirtschaft sind einige interessante Punkte drin. Auch sind einige interessante Punkte drin, was die Linke sich denn so genau vorstellt, beziehungsweise was sie als die Chefin der Linken sich so vorstellt, was sie aktuell will und wo sie hin möchte. Hierbei stellt man überrascht in Nebensätzen fest, dass Frau Wagenknecht in einigen Teilen die Wirtschaft sogar ganz gut verstanden hat. Frau Wagenknecht gehört offensichtlich nicht zu den Leuten, die zum Beispiel für ein bedingungsloses Grundeinkommen sind. Und sie ist überraschenderweise auch nach eigener Aussage für eine Leistungsgesellschaft. Und das aus guten Gründen, nämlich im Grunde genommen aus den gleichen Gründen, warum wir da dagegen sind, weil es eben ungerecht wäre, weil dann andere Leute für dich die Arbeit tun müssten, wenn du nichts mehr tun musst. Schließlich ernten sich deine Kartoffeln nicht von allein und dein Haus baut sich auch nicht von allein. Und wenn du es nicht tust, entweder direkt selbst oder im übertragenen Sinne durch Geld, dann muss es zwangsläufig jemand anderes tun. Und das hat selbst sie erkannt, das wäre ungerecht. Mal ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch völlig unnatürlich ist. Was ja für mich der wesentlich wichtigere Punkt ist, weil was jetzt nun gerecht ist und was nicht, das ist ja immer so eine Sache, da kann sich jeder selbst irgendwas zusammen fantasieren. Was er denn nun für gerecht empfindet und was nicht, da gehen die Meinungen auseinander. Was Naturgesetze sind, darüber nicht. Wer leben will, muss essen. Wer essen will, muss gucken, wie er die Nahrung ranschafft. So viel ist mal sicher. Was einem aber auch auffällt, ist eben die Rosinenpickerei. An der einen Stelle sind wir mal für eine Leistungsgesellschaft, an der anderen Stelle sind wir wieder schwer dagegen. An der nächsten Stelle sprechen wir uns groß für die Freiheit aus und gegen Zwänge und Sanktionen und so weiter gegen Herrschaft. In der nächsten Sekunde sprechen wir uns genau hierfür aus. In der nächsten Sekunde sprechen wir uns dafür aus, dass sich eben Bildung, Leistung und so weiter lohnen muss, also dass jemand, der eine tolle Ausbildung hat, entsprechend besser verdient. An der nächsten Stelle erklären wir dann das genaue Gegenteil, dass es voll ungerecht ist, dass irgendwelche Chefs von Firmen mehr verdienen als die Angestellten und dass das alles ungerecht und ungerechtfertigt wäre. In anderen Worten, und es kann nicht anders sein, ist Frau Wagenknecht im Grunde genommen dafür, um das jetzt mal ein bisschen platt zu sagen, dass sie diejenige ist, die in einem monarchischen Umfeld sozusagen festlegt, was denn nun richtig und was falsch ist. Willkürlich. Sie will festlegen, wann irgendwas gerechtfertigt ist, also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Chef zu viel verdient, dass man dem was wegnimmt. Und sie will auch festlegen, dass jemand arbeiten muss, also einen Arbeitszwang. Weil sie zwar einerseits immer gern davon spricht, dass sich Arbeit lohnen muss, dass nicht jeder gleich leistungsfähig ist, aber eben auch, dass es ein menschenwürdiges Leben geben muss. Das geht nicht zusammen, liebe Frau Wagenknecht. Sie können das nicht alles unter ein Dach bekommen. Sie können nicht den Leuten einerseits die große Freiheit versprechen, dass jeder ein Recht auf ein angenehmes, menschenwürdiges Leben hat, in ihren Worten 1500 Euro, aber auf der anderen Seite sagen, fürs Nichtstun kann es keine 1500 Euro geben und sich dann gegen Hartz-IV-Kürzungen und ähnliches aussprechen. Was machen Sie denn mit jemandem in Ihrer utopischen Welt, dem Sie einen Job anbieten, der 1500 Euro bringt und der Ihrer Meinung nach auch angemessen ist und alles, der ihn aber dennoch nicht will? Solche Menschen soll es ja geben. An dieser Stelle haben Sie doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sprechen ihm jetzt hiermit das menschenwürdige Leben ab und lassen ihn verhungern, oder Sie zwingen ihn in Arbeit. Eine andere Lösung gibt's nicht. Diese unangenehmen Themen sparen Sie immer aus. Ich weiß nicht, ob nur öffentlich oder auch für sich selbst. Sie kriegen das nun mal nicht alles unter einen Hut. Ihre wunderbare Welt, die Sie sich immer gern zusammenträumen, wo es allen super gut geht, wo jeder das machen kann, was er will, wo alles fair und gerecht und toll ist, Ihrer Meinung nach.
Ich finde es zum Beispiel sehr gerecht, wenn jemand, der eine Firma hat, viel verdient. Sie sagen da was ganz anderes. Ist auch ihr gutes Recht. Was nicht ihr gutes Recht ist, ist dem sein Geld wegzunehmen. Sie können ihr Geld nehmen, von dem sie ja mehr als genug haben, ihrer eigenen Ansicht nach, und das an irgendwelche Bedürftigen weitergeben. Das können sie gern tun, ist auch hochgradig anständig. Leider, leider tun sie das nicht oder nur sehr eingeschränkt. Sie würden mir jetzt wahrscheinlich erzählen, dass sie da jeden Monat ein paar Euro 50 spenden. Beeindruckt mich jetzt aber nicht wirklich. Wenn sie mich halbwegs beeindrucken wollen, dann müssen sie mir schon nachweisen, dass sie 80% ihrer Bezüge spenden und von 2.000-3.000 Euro leben. Damit würden sie mich zumindest ein Stück weit beeindrucken. Aber wir wissen beide, dass sie das nicht ansatzweise tun, weil ihnen offensichtlich die Gerechtigkeit so wichtig dann doch auch wieder nicht ist. Interessanter Aspekt, wie ich finde. Ich finde, so eine Arbeit sollte man dann auch annehmen. Also da wäre ich auch nicht dafür, dass dann jemand sagt, oh, er hat einfach keine Lust, er braucht jetzt mal 3 Jahre Auszeit. Also dass dann die Gesellschaft das mit 1.500 Euro im Monat finanziert, das ist dann doch ein bisschen viel verlangt, finde ich. So, das ist also ein bisschen viel verlangt. Liebe Sarah, stell dir mal bitte die Frage, wer beurteilt denn, was zu viel verlangt ist und was nicht? Merkst du nicht, auf welches System wir da hinauslaufen? Wir brauchen also quasi wieder einen Zentralrat, um deine Terminologie zu benutzen. Also einen Monarchen, eine Führung, einen Herrscher, wie immer du es nennen möchtest, der hier in Gutsherrenart den Leuten erzählt, was ist zumutbar, was ist nicht zumutbar, sowohl beim Job als auch beim Einkommen als auch sonst was. Wer, liebe Sarah, bist du oder ist jeder andere Mensch, dass er sowas entscheidet? Sozis fehlt hier immer die nötige Bescheidenheit. Sie meinen schlichtweg, sie wüssten, was gerecht ist, ihre Meinung wäre richtig und gut und alles, und deshalb könnte man das auch richtig gut entscheiden. Fair und gerecht. Nein, könnt ihr nicht. Ich habe eine ganz andere Vorstellung als du davon und zigtausend andere Menschen ebenfalls. Welches Recht hast du nun, in das Leben anderer Leute dich einzumischen, ohne dass diese das wünschen? Keines, liebe Sarah. Auch nicht, wenn du noch ein paar mehr Menschen findest, die das ähnlich sehen wie du. Es läuft letztlich immer auf Herrschaft und Unterdrückung hinaus. Das solltet ihr unbedingt mal kapieren. Und so wie du heute Herrschaft und Unterdrückung ablehnst, so würde es dann mir gehen. Es wären nur die Rollen vertauscht. Und das kann nicht die Lösung sein. Du bist heute genau darüber erzürnt, dass dir andere Leute irgendwas aufdrücken. Beziehungsweise dir nicht. Du bist ja in der komfortablen Situation, dass du über diese Probleme immer nur redest und nicht selbst betroffen bist. Aber genau darum geht's ja. Ihr beschwert euch darüber, dass hier abgestimmt wird, dass hier geherrscht wird, dass hier irgendwelche Leute irgendwas festlegen, was dann für euer Leben gilt und mit dem ihr nicht zufrieden seid. Und als Reaktion darauf willst du das nicht abschaffen, sondern du willst nur dafür sorgen, dass du, beziehungsweise jemand, der das ähnlich sieht wie du, in Anführungszeichen morgens selbst am Drücker sitzt und anderen Leuten diese Vorschriften machst und dein Weltbild aufzwingst. Wie wäre denn mal die Option, dass ihr, die ihr das so seht, wie ihr das seht, mit euren sozialistischen und kommunistischen Gedanken, das unter euch macht, unter Leuten, die freiwillig sich diesen Gedanken, diesen Gesetzen, dieser Theorie, diesem ökonomischen Ansatz, diesem gesellschaftlichen Ansatz freiwillig unterordnen wollen, die da freiwillig mitmachen wollen, anstatt zu versuchen, es dem Rest der Welt bzw. dem Rest des Landes aufzuzwingen, in Teilen gegen deren Willen. Wäre das nicht wesentlich gerechter und freier und fairer? Dass das bei BGE deswegen so toll ist, weil jemand, der nicht arbeiten will, dann nicht arbeiten muss. Das ist Freiheit, genau. Also die Freiheit, nicht arbeiten zu müssen, das ist doch ein schöner Freiheitsbegriff, oder nicht? Na, aber das ist dann auch die Freiheit, andere für sich arbeiten zu lassen. Also wir haben heute auch schon Leute, die nicht arbeiten müssen. Also die eben sehr großes Vermögen haben, die müssen auch nicht arbeiten, weil die können davon leben, dass sie Erträge bekommen, also andere für sie arbeiten. Und ich will eine Gesellschaft, wo man nicht mehr von der Arbeit anderer lebt. Ja, liebe Sarah, alles fürchterlich ungerecht und auch populistisch von der Gegenseite, nicht? Die arbeiten alle nicht, weil sie keine Lust haben. Und du antwortest darauf so populistisch, als würde es nur daran liegen, dass die alle arbeiten wollen, aber leider Gottes nichts finden. Da würde ich dir entgegnen, das hat viele andere Gründe.
Zum Beispiel den Grund, dass ihr den ganzen Menschen so viel Steuern abnimmt. Du tust zwar immer nur so, als wollt ihr nur den Milliardären Geld wegnehmen, aber wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Du willst auch von Leuten, die 2.000 oder 3.000 Euro verdienen, ordentlich einkassieren, meine Liebe. Würdet ihr gerade diesen Leuten, die 2.000 oder 3.000 oder 4.000 Euro verdienen, nicht den Großteil ihres Geldes wegnehmen, dann hätten die nicht nur einen viel besseren Job, vielleicht eine geringere Arbeitszeit oder die Möglichkeit, eine geringere Arbeitszeit zu ergreifen, sondern sie hätten auch noch obendrein viel mehr Geld und Motivation, dies zu tun. Weiter gibt es natürlich auch viele Leute, die tatsächlich keine Lust haben, die eben, wie du eben angesprochen hast, lieber nichts tun als zu arbeiten. Was ja auch vollkommen verständlich ist bei knapp 1000 Euro Hartz IV. Du hast es ja gerade selber im Grunde genommen angesprochen. Wieso sollte ich für 1200 Euro oder was arbeiten gehen, wenn ich auch 900 oder 1000 Euro für nichts tun bekomme und andere für mich arbeiten lassen kann durch deine tollen Umverteilungen? Da kann ich sehr gut nachvollziehen, wieso man da keine Lust dazu hat. Lauter Leute, die du in deiner Welt zum Arbeiten zwingen müsstest. Oder alternativ auf null oder ein lächerlich minimales Überlebensgeld runterkürzen müsstest, das auch deiner Meinung nach viel zu gering ist. Du siehst ja schon Hartz IV als Existenzminimum, kannst also nicht unter dieses kürzen, wenn du deinen Aussagen Folge leisten willst. Weiter vergisst du die Qualifikation, die Ausbildung und die Arbeitsmoral, die du an anderer Stelle groß hervorhebst. Es gibt nun mal Leute, die haben eine schlechte, mangelhafte Ausbildung, sind nicht so clever, du nennst das politisch korrekt, haben eine geringere Leistungsfähigkeit, sind auch natürlich gern mal bequemer als andere. Wir wissen alle, eine Stunde Arbeit von dem einen Handwerker ist nicht gleich der Stunde Arbeit eines anderen Handwerkers. Und in manchen Fällen trifft sogar alles gemeinsam zu. Du willst jetzt aber, dass all diese Leute einen sehr, sehr hohen Lohn bekommen. Ein Lohn, der viel höher ist als der, der ihnen eigentlich zusteht. Der Lohn, den der Markt hergibt. Arbeit allein ist eben nicht alles. Wenn deine Arbeit schlecht ist, dann will sie niemand. Auch wenn dir abends der Rücken wehtut und du den ganzen Tag in deinem Imbiss standest, wenn deine Currywurst oder dein Döner nicht schmeckt, dann war eben diese ganze Arbeitszeit heute für die Katz und ist nichts wert. Da kannst du dich noch dreimal rumdrehen. Das sind einfach ökonomische Gesetze. Und so ist es mit jedem anderen Job. Für 1000 Euro tut man vielleicht eine Putzfrau engagieren, für 5000 tut dieses niemand. Selbstverständlich ist das jetzt ein bisschen ein extremes Beispiel. Es soll aber das Prinzip erklären. Das Prinzip bleibt das gleiche, auch bei realistischeren Beispielen. Und das Prinzip bleibt auch das gleiche, wenn es das Geld nicht bedingungslos gibt, sondern für einen Job, der eben weniger wert ist. Wenn man zum Beispiel jemanden, dessen Job nur 800 Euro wert ist am Markt, für den keiner mehr als 800 Euro zahlen möchte und ansonsten, wenn er teurer ist, lieber darauf verzichtet. Wenn man da jetzt Dönerverkäufer XY, der 4000 verdient im Monat netto, entsprechend 1000 Euro wegnimmt und dieser Putzfrau gibt, dann ist das genau die gleiche Ungerechtigkeit, die du hier gerade kundtust. Dann macht sich diese Putzfrau mit deiner Hilfe durch deine Umverteilung ein netteres Leben, als es ihr eigentlich zusteht. Und das auf Kosten des fleißigen Dönerverkäufers, der sich im Leben einschränken muss und weniger hat, als ihm eigentlich zusteht. Auf Kosten, wie du es gerade so schön genannt hast, der Gesellschaft. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Frau Sarah willkürlich, obwohl sie damit eigentlich gar nichts zu tun hat, weder bezahlt sie das eine noch das andere, willkürlich von ihrem hohen Ross herunter entscheidet, das eine ist okay, das eine ist fair und gerecht und gut und das andere nicht. Ich kann's nur nochmal sagen, liebe Sarah, wer in aller Welt bist du oder sonst jemand, dies zu entscheiden? Der Markt hat dies entschieden und der Markt ist demokratisch. Die 200 Kunden, die den Döner kaufen, haben das entschieden. Und die 20 Kunden, die die Putzfrau in Anspruch nehmen, haben das entschieden, was das wert ist. Da muss jetzt nicht die unbeteiligte Sarah kommen und den Leuten Vorschriften machen. Wenn du so unheimlich gern Geld verteilst und dich als die große Kämpferin gegen die Ungerechtigkeit siehst, ich kann's nur nochmal wiederholen, bitte verwende dazu dein eigenes Geld, beziehungsweise das Geld der Leute, die es dir freiwillig geben. Gleichgesinnte, nicht mein Geld oder das des Dönerverkäufers, der von deinen Theorien, von deiner Weltanschauung und von deinen sonstigen Gerechtigkeitsideen nichts wissen will.
Es gibt keine leistungslosen Einkommen mehr, also keine Quant und Klatten, die also 3 Millionen am Tag für nichts beziehen. Die gibt es nicht mehr. Aber jeder muss sozusagen arbeiten und mit seiner Arbeit sein Einkommen verdienen. Und Ja, immer die großen Vermögen, die alle nichts tun. Erstens mal gibt's so gut wie niemanden, der dazu gehört, und zweitens tun die sehr wohl was. Die Sarah tut natürlich immer gern auf diese Leute einschlagen, super populistisch, passend zu dem Buch, das du gerade liest, aber vollkommen weltfremd. Wenn ich, Bäckermeister Müller, erstmal mich nicht damit zufrieden gegeben habe, Geselle zu sein, sondern den Meister zu machen und anschließend eine herausragende Leistung gemacht habe, indem ich mich auch wiederum nicht zufrieden gegeben habe damit, irgendwo angestellt als Bäcker zu arbeiten, sondern großes Risiko auf mich genommen habe und meine eigene Bäckerei aufgemacht habe und mich dann immer noch nicht zufrieden gegeben habe und diese Bäckerei auch noch außergewöhnlich gut geführt habe, infolgedessen noch 5 weitere Bäckereien aufgebaut habe. Dann mag 30 Jahre später der Tag kommen, wo ich tatsächlich nur noch in meiner Bäckerei sitze, Kaffee trinke und mich darüber freue, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten muss, die anderen in der Bäckerei arbeiten und ich viel verdiene. Das ist allerdings nur in der Sozialistenwelt leistungslos oder ohne Arbeit, sondern das ist hart erarbeitet und hart verdient durch die Arbeit der vergangenen Jahre. Da braucht's wiederum keine Sarah, die da irgendwas umverteilt. Und auch wenn er das irgendwann mal am Ende seines Lebens schön zusammengehalten hat, statt es zu verleben, wie du es vermutlich getan hättest, man hört ja immer über deinen relativ tollen Lebensstil, und der Bäcker im Gegensatz zu dir sehr sparsam gelebt hat und das Ganze dann an irgendjemanden weitergibt, verschenkt, weil er eben im Gegensatz zu dir wirklich sozial ist, dass er eben sein Geld nicht allein zum Fenster rausschmeißt, sondern es auch anderen gibt und gönnt, dann eines Tages seinem Sohn weitergibt, dann mag es sein, dass dieser tatsächlich in die Lage kommt und da relativ bequem zu einem schönen Betrieb kommt, der natürlich auch nicht von allein läuft. So einfach ist die Welt nicht, auch wenn ihr euch das immer so vorstellt, ohne jemals einen Betrieb gehabt oder geführt zu haben. Das ist aber auch wieder ein anderes Thema. Der hat sich das dann aber trotzdem verdient. Wer denn sonst, wenn nicht der Sohn? Die Gemeinschaft, die anderen, die damit überhaupt nichts zu tun hatten, die noch nicht einmal mit demjenigen verwandt sind oder dessen Liebling, dass er ihm freiwillig was schenken will. Da brauchen wir dann die Sarah, die kommt und das Geld anderer Leute wieder irgendwelchen Leuten, die auch nichts damit zu tun haben, verschenkt. Interessante Theorie, meiner Ansicht nach ziemlich anmaßend und Rosinenpickerei, immer wie man es gerade braucht, nicht wahr? Selbstverständlich steht ihm das zu und sonst keinem anderen. Und ich muss es auch hier wieder zum 10. Mal erwähnen, du hast nicht vor, die 20, 50 Klattens und wie sie alle heißen zu besteuern. Du willst in allererster Linie zu quasi 99% die Leute besteuern und enteignen, die 2, 3, 4.000 netto verdienen. Den kleinen Mann, der viel, viel weniger verdient als du selbst. Und unehrlicherweise redest du, wann immer es darum geht, immer nur von den 3,5 Leuten in Deutschland, die irgendwie Milliarden geerbt haben, wunderbar populistisch. Damit kriegt man den kleinen Mann auf seine Seite. Keiner ist betroffen, alle profitieren. So macht man sich beliebt, hat allerdings mit der Realität wenig bis gar nichts zu tun, meine Liebe. Als letztes hören wir uns noch an, wie Sarah uns in hervorragender Weise kurz und knackig den Sozialismus wie auch den Kommunismus erklärt. Schnallen Sie sich an. Also er hat ja gesagt, zunächst mal streben wir Sozialismus an. Und da war ja Marx ganz tough. Da hat er gesagt, Sozialismus ist ein Leistungsprinzip. Also Sozialismus ist eine Leistungsgesellschaft. Es gibt keine leistungslosen Einkommen mehr, also keine Quant und Klatten, die also 3 Millionen am Tag für nichts beziehen. Die gibt es nicht mehr. Aber jeder muss sozusagen arbeiten und mit seiner Arbeit sein Einkommen verdienen. Und das ist dann eben auch so das Einkommen, was er erarbeitet. Und das war Marxens Vorstellung vom Sozialismus. Und dann hat er gesagt, na gut, so richtig human ist das natürlich auch alles nicht, weil Menschen sind unterschiedlich leistungsfähig. Deswegen hat er ja dann so als ferne Utopie den Kommunismus. Da hat sozusagen niemand mehr Leistungsdruck, jeder macht, was er will und alle kriegen ähnliches Einkommen, weil es gar kein Geld mehr gibt. Also man geht in den Laden und holt sich, was man braucht. Das klingt schön, das ist auch als ferne Utopie. Vielleicht wird es irgendwann mal so sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir heute gestrickt sind, so wie Menschen sich heute verhalten, würde das aus, ist das ausgeschlossen, dass das funktioniert. Tja, das ist ja wunderbar. Also eine Leistungsgesellschaft.
Nix mit viel für nichts und BGE und sonst irgendwas, sondern eine knallharte Leistungsgesellschaft, wie es uns die liebe Sarah hier ankündigt. Also genau wie im freien Markt, genau wie in der Natur. Nur mit dem schönen feinen Unterschied, dass ein Marx, eine Wagenknecht, ein Gysi, ein Lafontaine oder sonst irgendeiner an der Spitze sitzt, der wie ein kleiner König oder auch mit einer Gruppe von Leuten, das nimmt sich letztlich wenig, in Gutsherrenart in diese Leistungsgesellschaft reinsteckt und kräftig rumwirbelt. Mit viel Macht, mit viel Zwang und mit viel Unfreiwilligkeit. Also zwangsläufig mit Arbeitszwängen, auch wenn sie das natürlich nicht aussprechen will, aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Wie ich schon angesprochen habe, es geht eben nicht zusammen, dass man keinen Arbeitszwang hat und andererseits aber eine Leistungsgesellschaft fordert. Gleichzeitig Sozialleistungen wie Hartz IV oder irgendwelches Geld fürs Nichtarbeiten bekommt und keine Kürzungen von diesem haben will. Das funktioniert einfach nicht. Sie beschwert sich also nicht über das Grundkonzept, auch wenn sie das vordergründig sagt, sie ist gegen Kürzungen bei Hartz IV, aber andererseits sagt sie dann, doch, es ist eine Leistungsgesellschaft und jeder muss arbeiten. Das Einzige, was sie also stört, ist ihre Definition von, was ist zumutbar und was nicht. Auch hier gilt wieder, ich und sie und sonst wer haben komplett andere Vorstellungen von dem, was zumutbar und nicht zumutbar ist. Und wenn ich anderer Meinung bin als sie, was zumutbar ist, dann werde ich zwangsläufig zum Arbeiten gezwungen oder man muss kürzen. Anders geht es nicht, es widerspricht sich sonst, es beißt sich sonst. Wenn nicht gekürzt wird und es trotzdem ein Geld gibt, dann arbeitet natürlich keiner und es ist wieder keine Leistungsgesellschaft. Um eine lange Sache kurz zu machen, läuft es immer wieder auf die Rosinenpickerei raus. Und darauf hinaus, dass im Grunde genommen die Sarah gar nichts ändern will, sondern eigentlich ganz genau die Strukturen haben möchte, die wir jetzt haben. Mit dem einen Unterschied, dass die Sarah sich einredet, dass sie persönlich bzw. irgendein Sozialist ihrer Wahl ein besserer Mensch ist und dass dessen Eingriffe in das Leben anderer Leute gerechtfertigt sind, im Gegensatz zu den Eingriffen, die wir jetzt haben, was natürlich total subjektives Zeug ist. Das behaupten sie ja alle. Und das ist auch sehr selbstgerecht. Jemand, der nicht ganz so selbstgerecht ist, würde, wie ich vorher schon erwähnt habe, eben auf die Idee kommen und auch akzeptieren, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Vorstellungen haben und dass die alle ihre Berechtigung haben. Die Welt muss nicht so ticken wie die Sarah Wagenknecht. Das kann die Sarah Wagenknecht gern machen und sie kann auch gern hunderte, tausende, Millionen oder gar Milliarden von Leuten davon überzeugen, dass ihre Idee gut ist und es dann intern mit diesen Leuten praktizieren, bin ich voll bei ihr. Was jemand, der an Gerechtigkeit und Freiheit interessiert ist, nicht machen kann, ist die anderen Leute, die davon nichts wissen wollen, in deinem Fall zum Beispiel ich, zum Mitmachen zu zwingen. In dem Moment, wo du das tun willst, und das bleibt zwangsläufig nicht aus bei deinen sozialistischen und kommunistischen Ideen, in dem Moment ist es totalitär, Herrschaft, unfrei und hat mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun, auch wenn du dir das noch so gern einredest. Ich hoffe, Sie konnten hier vielleicht auch als linken Wähler einige interessante Aspekte mitnehmen, dass das vielleicht doch nicht alles so toll ist, wie es im ersten Moment klingt, weil sie es sehr clever, populistisch und öffentlichkeitstauglich formuliert, dass hier eben immer die Bedürfnisse quasi von allen bedient werden, also nach dem Motto, den Harzlern erzählt man, es gibt mehr Geld, dass weniger gekürzt wird und so weiter. Die hören nur den Part und überhören so ein bisschen, dass es dann aber doch nicht so lustig wird, wie sie sich's eigentlich vorgestellt haben. Die Mittelschicht denkt, ja super, es werden ja nur die Reichen besteuert, die redet ja die ganze Zeit nur von Klattens und sowas, da bin ich ja gar nicht betroffen. Es wird sozusagen jeder bedient. Und das vor allem auf den ersten Blick. Also wenn man so zuhört, das ist alles halt Politikergerede, das versucht es quasi allen recht zu machen. Obwohl es ganz genau weiß, dass seine Theorie es eben nicht allen recht machen würde. Aber man vermeidet das eben so deutlich zu sagen. Wenn Sie als Wähler der Linken oder gar als Parteimitglied oder auch die Frau Wagenknecht persönlich an Freiheit, Gerechtigkeit und Friede, Freude, Eierkuchen für alle interessiert sind, dann hören Sie doch bitte mal auf damit, sich einzureden, dass Sie das Konzept für die Welt hätten. Das haben Sie nicht. Und das haben nicht nur Sie nicht, das hat auch sonst keiner. Sich das einzureden ist absolut selbstgerecht und totalitär. Sie können gerne glauben, dass Sie für sich das tollste Konzept haben. Das ist vollkommen legitim. Und es ist auch legitim, dass Sie nach diesem Konzept leben können sollten, was Ihnen zugegebenerweise momentan verwehrt wird.
Mein Vorschlag ist, setzen Sie sich dafür ein, dass Sie zum Beispiel mit allen Leuten, die das ähnlich sehen wie Sie, mit all Ihren Unterstützern, Parteimitgliedern, Wählern und allen, die von sozialistischen und kommunistischen Gedankengut überzeugt sind, Ihr eigenes Bundesland, Ihre eigene Region, wie immer Sie das nennen wollen, bekommen. Und dann können Sie dort wunderbar ganz alleine unter sich mit 100% Freiwilligen, nicht einem einzigen, der gezwungen wird, diese Ideen umsetzen und dem Rest der Welt zeigen, was dies für ein gerechtes und tolles und Spitzenparadies wird. Meiner Ansicht nach wird es in die Hose gehen, aber das ist ja Ihre Sache. Ich will Ihnen das nicht streitig machen. Wenn Sie meinen, Sie kriegen das hin, machen Sie das. Aber in Gottes Namen, machen Sie es alleine. Machen Sie es mit den Leuten, die da mitmachen wollen, und lassen Sie Leute wie mich und auch viele andere, die davon überhaupt nichts wissen wollen, die was ganz anderes für gerecht halten, die was ganz anderes für erstrebenswert halten, mit ihren Ideen in Ruhe. Und vor allem lassen Sie Ihre Fingerchen von unserem Geld. Erwirtschaften Sie Ihr eigenes Geld in Ihrer Region, besteuern Sie Leute, die besteuert werden wollen, und dann können Sie da umverteilen, bis der Arzt kommt. Aber hören Sie in Gottes Namen auf, und gleiches gilt für alle Politiker, dem Rest der Welt ihren Willen aufzuzwingen, versuchen Mehrheiten zu bekommen, um dann über die anderen, die das anders sehen, herrschen zu können. Sie haben nicht über andere Leute und deren Ideologien zu herrschen, genauso wenig wie diese über Sie zu herrschen haben. Also bekommen Sie Ihre Region und wir unsere Region, wir lassen uns gegenseitig in Ruhe und dann schauen wir einfach, was besser läuft, was gerechter ist und was den Leuten und den Einwohnern jeweils besser gefällt. Nennt sich auch Wettbewerb, einer der Grundpfeiler des freien Marktes, funktioniert spitze. Also zumindest, wenn die Ideen was taugen. Probieren Sie es mal aus. Im Zusammenhang mit dieser Sendung habe ich Frau Wagenknecht natürlich angefragt, ob sie sich mit uns darüber unterhalten möchte. Diese Gelegenheit lehnte sie ab, hatte sie wohl etwas Muffen. Aber man kann zumindest der Weltwirtschaft ein Signal geben und sagen, die lustigen Zeiten der Krise sind vorbei.